Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Mit diesem Video beende ich meine Berichterstattung vom Chess Kid Cup, der dritten Etappe der Champions Chess Tour auf chess.com. Im Finale standen sich gegenüber Nordi Dubek, Abdusatorov und Fabiano Caruana. Abdusatorov hatte sich im oberen Teil des Turnierbaums durchgesetzt, jedes Match gewonnen. Und Caruana kam dann wieder hoch vom unteren Teil des Turnierbaums. Ihr wisst ja, doppelter K.O.-Modus ist das System. Bedeutet, Abdusatorov reicht im abschließenden Match ein Sieg oder im Finale ein Sieg, ein Matchsieg, während Caruana zwei Matches gewinnen muss, um das Finale für sich zu entscheiden. Das erste Match, bestehend aus 4 Rapid-Partien, 15 plus 3, ist die Bedenkzeit. Bei einem Stand von 2 zu 2 folgten Armageddon. Wie gesagt, Caruana musste gewinnen, dieses Match, um dann ein zweites Match überhaupt zu erhalten. Wir gehen direkt in die erste Partie rein, und zwar zu dieser Stellung hier. Caruana mit Schwarz steht hier völlig auf Gewinn. Ihr seht es, hat einen Springer mehr. Der ist aber angegriffen und der muss ziehen. So, jetzt die Aufgabe für euch. Heute das Video so ein bisschen, auch ein bisschen Lehrvideo. Ihr sollt ein bisschen mitmachen. Ich werde ein paar Fragen stellen. Wohin mit dem Springer? Der ist angegriffen. Er kann nach F4 oder er kann nach F2 und Schach geben. Es gibt hier schon einen recht großen Unterschied, was die Qualität der Züge betrifft. Springer F2 ist hier deutlich besser. König G3. Und jetzt Springer D1 hier. Diese Reise nach D1 mit Tempo greift den Turm an. Und hier weiß ein großes Problem. Wohin mit dem Turm? Sagen wir mal Turm D3. Dann kommt Springer B2 mit diesem Doppelangriff. Ich habe keine Zeit mit Weiß D6 zu spielen. Der Turm muss schon wieder ziehen und ja, der Bauer C4 hängt. Und das ist halt komplett gewonnen hier für Schwarz. Ne? Wenn der Turm jetzt passiv gestellt wird, Turm C3, dann kann ich irgendwas machen. König F7. Hab einfach einen Springer mehr. Genau, und auf Turm A3 geht Springer B2, Turm A7, Springer C4, dann gewinne ich einen ganz wichtigen Bauern hier mit Schwarz. Ein ganzer Springer mehr, der Turm geht nach D1, der D-Bauer ist nicht mehr gefährlich und Schwarz steht wirklich sehr, sehr einfach auf Gewinn. Wenn Caruana diese Varianten berechnet hätte, dann hätte er mit Sicherheit auch Springer F2 gespielt. Er spielte aber Springer F4. Springer F4 ist komplizierter, man sieht das hier schon an der Engine. Wobei Tiefe 20 im Browser, ich wiederhole das immer wieder, nicht tief genug ist. Es ist gewonnen, auch hier immer noch für Schwarz. D6, aber es ist nicht mehr so einfach. Der Springer kann nicht ziehen vernünftig. Und Weiß droht einfach D7, Turm E8, Schach, D8, ne? D7, D8 einfach. König F7, bester Zug, einziger Zug, der weiterhin auf Gewinn spielt. D7, so. Weiß droht durchzuziehen den Bauern. Springer E6 geht natürlich nicht, wegen Turm schlägt E6 und dann König E6 geht ja nicht wegen D8. Also muss man jetzt den Springer zurückgeben. Turm D1. Gut, Schwarz kriegt den D-Bauern und kriegt ein besseres Turm ins Spiel. König schlägt F4. Und hier ganz, wirklich sehr lehrreich. Man muss zuerst hier König F6 spielen. Den König aktivieren, damit der weiße König nicht nach F5 oder E5 kann. Der D-Bauer läuft ja sowieso nicht weg, den kriege ich auch danach, den kann ich im nächsten Zug schlagen. Turm A3, Turm D4, Schach zum Beispiel, König G3, Turm D7, dann habe ich einen glatten Bauern mehr und vor allen Dingen, ich habe verhindert, dass der weiße König aktiv wird und jetzt habe ich mit dem schwarzen König alle Optionen hier. Aber Caruana spielt Turm schlicht D7 sofort und das ist jetzt ausgeglichen. Warum? Das ist auch sehr lehrreich. König im Endspiel aktivieren, goldene Endspielregeln. Endspielregel. Falls ihr das mein Video noch nicht gesehen habt über meine goldene Endspielregel, nachholen, ist wirklich ein sehr wichtiges Video. Da spreche ich sehr viel über Aktivierung des Königs im Endspiel. König F5. Aktiver als der schwarze König. Und das reicht schon hier. Turm D4. Eigentlich sieht es so aus, als ob Schwarz jetzt hier besser steht, aber wir haben hier den Turmschwenk. Turm A3. Aktivität. A5. Turm B3. Alle Bauern kann Schwarz nicht decken. Er kann natürlich zurückgehen und sich passiv stellen, aber das bringt nichts. Turm schlägt C4, Turm B6, Turm H4. Schwarz hat zwei Bauern mehr. Aber Turm B7 Schach, König E8, König E6. Der weiße König super aktiv. Es droht jetzt sogar matt hier. König D8. Guten Schach geben bringt auch nicht viel. Dann gehe ich nach D6, greife den C5 an. Inzwischen zeigt jetzt auch meine Engine lokal an. Das ist ausgeglichen hier.
König D8, König D6. Wir schauen das jetzt im schnellen Durchlauf bis zum Schluss an. König C8, Turm C7, König B8, Turm Schlicht C5, A4, A3, Turm Schach D4, König C6, Turm G4, Turm A5, Turm G6, Schach, König D7, ja, König B5. Ach, Vorsicht, König B5 wäre ein dicker Fehler wegen Turm G5 Schach. Mit Turmtausch und dann rennt der Bauer durch. Beziehungsweise der schwarze König holt sich den A3 ab und dann gewinnt der A4. Okay, König D7, König B7, Turm H4, auch der weiße Turm ist aktiv. Schwarz muss hier passiv sich hinstellen, um beide zu decken. Aber jetzt wird Weiß wieder aktiv hier. König geht in die Ecke und dann haben wir am Ende hier so einen Dauerschach. Remis, die erste Partie. Bitter für Caruana, stand hier glatt auf Gewinn, hat hier einen Gewinn verpasst. Gehen wir in die zweite Partie rein. Wir springen in die Stellung hier rein. Weiß ist am Zug, ziemlich komplizierte Stellung. Caruana hatte hier auch aus der Eröffnung heraus einen kleinen Vorteil sich erarbeitet. Schöne Stellung. Und spielte hier, ja hier ist ganz schwierig. Was würdet ihr hier ziehen mit Weiß? Es gibt hier einen klaren Weg zum Vorteil für Weiß. Der ist allerdings nicht so einfach. Man muss hier den Springer wegnehmen, bevor Schwarz den Springer abzieht. Läufer schlicht C2. Läufer schlicht C2. Und jetzt Turm D4 mit Angriff auf den B4, B3 und hier Springer C6. Der weiße Springer ist hier ultra stark, greift den E7 an. Der Läufer auf A6 ist sehr nervig. Der schwarze König ist da eingesperrt. Und hier hat Schwarz Probleme. Turm E8, F3, ganz wichtiger Zug. Und jetzt ist der Läufer auf C2. Der kann nicht ziehen, der hat keine Felder. Gut, der kann nach B1. Und Weiß bringt jetzt einfach den König auch ran. Ne? Und ganz große Probleme hier für Schwarz. Also die Engine zeigt hier großen Vorteil für Weiß an. Stadtläufer schlägt C2, kam hier D6. Und jetzt kommt eine richtig gute Riposte von Schwarz. Springer A3 greift den Turm an und den Läufer. Und hier ist es super schwierig für Weiß, die besten Züge zu finden. Der beste Zug ist hier Läufer A2 mit Angriff auf den F7. Schwarz darf nicht auf D1 nehmen, wegen Läufer F7, König A8, Läufer E6 zurück, Angriff auf den Turm und Springer F7, Schachgeschichte mit Abzügen. Und das gewinnt für Weiß. Hier muss Schwarz B3 spielen. Läufer B3, Turm D3. Weiß bekommt die Figur zurück. ED6, Turm B3, schlagen auf E5, schlagen auf A3. Und das Endspiel ist gewinnverheißend, weil Weiß hier einen entfernten Freibauern hat. Und vermutlich auch die bessere Leichtfigur hier mit dem Läufer gegen den Springer. Ganz schwierige Varianten. Caruana findet das nicht, spielt Turm D4 und opfert hier eine Figur. Springer B1, D schlicht E7, aber das hier ist ganz schwierig. Springer E8, Turm B4, bekommt hier aber einige Bauern. Ne? Zwei Bauern, Läufer C2 und hier ist G5 ein starker Zug mit dem F5. In vielen Varianten aus dem Spiel genommen wird. Und wenn man das hier super, super präzise spielt, dann kann man das Gleichgewicht halten. Aber das ist ganz schwierig hier. Caruana spielte Turm D4, Turm C7, Turm E8, Turm E7. Verliert hier einen ganz wichtigen Bauern. Springer D7, hier mit Ideen wie Springer F6. Und hier zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn der Bauer auf G5 stünde. Aber hier kann sich Schwarz jetzt befreien mit F5. Springer F6, Schachkönig F7, Springer A7, G5. Schöner Zug, will hier König G6 spielen. Läufer G5. Ah, hier gab es noch einen Zug, mit dem Weiß das Gleichgewicht hält. Das ist F4, aber das ist viel zu kompliziert. Es geht darum, hier dem König das Feld F2 frei zu machen. Auf König G6 gibt es wahrscheinlich noch Läufer schlicht G5, Turm E1, König F2. Aber Weiß nahm auf G5 mit dem Läufer. Turm E1, Schach, König A2. Und jetzt kommt ein sehr, sehr starker Zug von Schwarz. Und das zeigt hier, wie stark Abdusatorov taktisch ist. Er sieht diese ganzen taktischen Geschichten. F4. Die Idee ist Läufer E4 hier und dann hier auf H1 matt setzen mit dem Turm. Und außerdem wird der Springer auf H7 angegriffen. Es kam Turm D7, König G8, Läufer schlägt F4, Läufer H7. Er musste jetzt den Springer geben, dummerweise, weil dieses Läufer E4 sonst kommt mit matt auf H1. Und das gewann Abdusatorov sicher nach 62 Zügen. Das war der vierte Zug hier. Die restlichen 20 Züge zeige ich nicht. Schwarz hat zwei Figuren mehr. Gut, Weiß hat vier Bauern, aber die sind nicht besonders stark. Und Schwarz gewann sehr sicher. Das ist jetzt auch nicht besonders spannend. Also auch hier, Caruana stand besser.
aber fand hier, aber Abdüsatorov war wirklich, fand hier schöne Ressourcen und konnte die Partie drehen. 1,5:1 für Abdüsatorov. Dritte Partie. Hier Caruana wieder mit Schwarz und schon wieder. Er hat Vorteil. Wir sind im Mittelspiel. Er hat hier einen Bauern mehr. Plus Angriff gegen den weißen König. Der Turm auf D2. Super aktiv hier. Und jetzt kommt ein schöne Ablenkung. Turm C1. Lenkt den weißen Turm ab hier. Turm F1 ist natürlich Quatsch, wegen Dame F2, König A1, Dame G2 matt. Dame F3. Aber jetzt tauscht Schwarz den Turm ab. Schlagen, schlagen. Dame H5, schöner Zug. Guckt hier rein, möchte Turm D1 spielen. Turm E8, König G7. Läufer schlägt G6, Zwischenzug, greift die Dame an. Schwarz kann jetzt mit der Dame nehmen oder mit dem König, ist beides gut. Er nahm mit dem König, er wollte halt Turm D1 immer noch drohen. F5 Schach, König G7, Turm E1 zurück. Dame G4, guckt nach G2, König A1, B5. Ja, will hier einen Freibauern schaffen, ne, um halt hier weiß abzulenken am Damenflügel und mit dem Freibauern gewinnen. Ne. H3, greift die Dame an, Dame G3. Der Druck gegen G2 ist natürlich lästig die ganze Zeit. Die weiße Dame muss immer verteidigen hier. A4, ja, opfert hier den Bauern. Ist egal, B schlägt A4. Turm E4, droht Turm G4 Schach, Vorsicht. Dame B3. Und plötzlich begeht hier Caruana einen Fehler. Er geht mit der Dame komplett weit weg. Es droht natürlich Turm D1. Stattdessen gewinnt hier eigentlich relativ einfach Turm F2. Dame G1 und jetzt H5, dieses Turm G4 verhindern. Und auf Turm schlägt A4 kommt Turm E2 mit der Idee hier Turm E1. Turm A1 verhindert das, aber jetzt kommt A5, er lässt einfach den Bauern laufen und Weiß gerät in Zugzwang und Schwarz wird gewinnen. So, Dame B3 war aber ein Fehler. Dame F4, Turm D1 Schach, König A2. H5 verhindert Dame G4 Schach, das war ganz wichtig. Aber hier ist auch wieder eine sehr lehrreiche Stelle. Wie kann Weiß hier Remis halten? Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Ist nicht so offensichtlich. Abdüsatorov nahm den Bauern auf A4. Das war ein Fehler. Dame G3 Schach ist hier. Hält wahrscheinlich Remis. So, das Problem ist für Schwarz, er kann den Damentausch nicht wirklich verhindern. Er kann mit dem König weggehen nach A7. Aber dann kommt Dame C7 mit Angriff auf A7. Und Schwarz hat hier nichts Besseres laut Engine. Nichts Besseres als König G7, um den F7 zu decken. Und dann wiederhole ich die Züge mit Dame G3. Und spätestens hier muss ich tauschen. Dame G3, König G3. Turm A1 zum Beispiel, Turm E7. A5, Turm A7, A3, Turm A5. Und das Endspiel ist ausgeglichen. Laut Stockfisch. Auch Table-Base. Nee, Table-Base geht gar nicht, sind zu viele Bauern. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass hier die Bauern extrem schwach sind halt. Ne? Über H6 komme ich nicht rein nach G5, weil dann spiele ich H4 mit Weiß. Und ja, wahrscheinlich müsste ich einen der Bauern opfern, damit ich mit dem König mich hier annähern kann, um Gewinnversuche zu spielen. So, wir haben hier diese Stellung. Weiß spielte nicht Dame G3. Ich habe versucht, ein besseres Verb zu finden für anzustellen, Gewinnversuche anzustellen. Abdüsatorov spielte hier Turm A4, nahm den Bauern. Viele von uns hätten das gemacht. Dame B6. Jetzt ist aber der schwarze Angriff entscheidend. Turm A3 möchte hier rüber, dafür ist es aber zu spät. Dame G1, König G3. Dame E1, König H2. Wiederholt einmal die Züge. Und jetzt H4. Wunderschöner Hinlenkungszug. Ich hätte euch das fragen sollen. Wie gewinnt hier Schwarz? Gut, es gibt viele Möglichkeiten zu gewinnen. Auch Turm D4 gewinnt hier. Aber H4 ist sehr schön. Egal, wo der weiße König hingeht, oder egal, wie man den Bauern schlägt, am Ende gewinnt Schwarz die Dame. König könnte ja versuchen zu visualisieren. König F3, Turm F1. König G4, Turm D4. König schlägt H4, auch Turm D4. Am kompliziertesten erscheint mir Dame schlägt H4. Naja, kompliziert. Hier gewinnt Dame E1.
König G4, Turm D4. Sehr schönes Motiv hier, ne, mit H4. In der Partie kam König A4, Turm D4 und Caruana atmete auf und ja, Abdüsatorov gab auf. 1,5 zu 1,5 nach drei Partien. Gehen wir zur vierten Partie. Super lehrreich, die Stellung. Wir haben hier, ja, diese Stellung, Weiß ist dran. Was würdet ihr spielen? Das ist jetzt eine normale Mittelspielstellung. Keine Taktik, die ihr suchen sollt. Es gibt hier nichts Taktisches. Gibt auch, klar, es ist eine Kombination aus Rechnen und Strategie. Rechnen hilft, aber das ist ein bisschen tief hier. Und ja, schauen wir mal, was passiert ist. Am besten ist es, den Läufer wegzuziehen von G5, nach E3 zurück, Läuferpaar behalten und dann sich D4 offen zu halten und das Zentrum zu besetzen. Läufer F4 ist auch eine Idee, Läufer D2, Hauptsache man zieht den Läufer zurück. Caruana spielte D4, das sieht optisch gut aus, weil es das Zentrum hier besetzt mit zwei Bauern, aber hier ganz konkret, und Schach ist nun mal sehr, sehr konkret, bedeutet, dass in jeder Stellung halt man konkret gucken muss und es auch nicht ausreicht, nur Motive zu kennen und allgemeine Pläne, sondern man muss auch wirklich rechnen. Hier konkret geht das nach hinten los. C schlägt D4, C schlägt D4. Läufer schlägt G5. H schlägt G5. Springer schlägt G5. Man sieht hier den Nachteil von frühem D4. Kommt Dame B6, Angriff auf D4 und Angriff auf B2. Dieser Doppelangriff kriegt Schwarz auf jeden Fall schön Gegenspiel. Also H schlägt G5. Und jetzt kommt der entscheidende strategische Zug hier. E5. Auf den schwarzen Feldern spielen. Gegen den Läufer auf F1. Wobei der natürlich eine Diagonale hat hier nach H3. E5. Ja, was soll man machen hier mit Weiß? D5 kam. Die spielen jetzt auch die besten Züge hier laut Stockfisch. Springer D4. Schlagen, schlagen. Ja, das Problem ist, der G5 hängt jetzt. Deswegen Dame D4 kommt Dame G5. Wäre aber eine Möglichkeit gewesen. Es kam aber Läufer H3. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Den Springer fesseln. Turm C4. Bester Zug. Geht aus der Fesselung. Deckt D4. Jetzt könnte man hier B3 spielen. Turm C3, Dame D4. Turm B3. Turm E3 dann. Hier den Turm tauschen. Der ist sehr aktiv. Schlagen, schlagen. Und die Stellung ist ausgeglichen. Springer E5 zum Beispiel. F4. Springer G4. Schlagen, schlagen. Weiß hat ein schönes Bauernzentrum, aber der König ist sehr offen. Ich denke mal, man sollte hier wahrscheinlich Turm D1 oder Turm C1 ziehen. Und es ist ausgeglichen. Zu wenig Material auf dem Brett letztendlich. Caruana spielte aber hier Läufer D7 zuerst. Dame D7 und jetzt B3. Turm C3, schlagen auf D4, schlagen auf B3. Und auch hier Turm E3. Ganz wichtig, diesen aktiven Turm tauschen. Turm E3, Dame E3, eine ähnliche Stellung wie gerade. Ne? Und ist ausgeglichen. Aber jetzt kommt ein sehr lehrreicher Fehler von Weiß. Er spielt E5. Und hier könnt ihr wieder als Aufgabe von mir aus anhalten, rechnen. Warum ist das ein Fehler? Das ist auch ganz konkret. Da muss man rechnen. Schlagen, 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 schlagen. Wird alles abgetauscht. Und jetzt am Ende, Caruana hat es übersehen, Turm D3. Und plötzlich ist der D-Bauer weg. Und das verliert die Partie, weil die weiße Stellung einfach zu schwach ist hier. Viele Löcher um den weißen König rum. Der Bauer G5 ist auch schwach. Wir schauen aber mal, wie es weiterging. Turm C1, und das ist wirklich ein sehr schönes Ende. Turm D5, Dame B8, König G7, Dame F4, Dame D8 greift diesen Schwachen an hier. Turm D7 greift F7 an. Turm F5, Dame C1. Dame F4, D4 greift F2 an, Turm C2 zurück, Turm G5, gut gerechnet, droht Turm G3, Dame G5, Dame D1 Schach, König H2, Dame C2, Schwarz hat zwei Bauern mehr, Dame E5, König A7, Dame D4, Dame F5, Caruana gibt natürlich nicht auf, weil wenn er diese Partie verliert, dann ist es halt direkt vorbei, A4, B5 schafft einen Freibauern, A5 behält nicht zu viel tauschen, eventuell hier den A6 erobern und mit dem A-Bauern Gegenspiel kreieren mit Weiß, B4, lenkt die weiße Dame ab, schlagen auf B4, schlagen auf F2, Schach, König A3 und jetzt wird man wieder gleich den Taktiker sehen hier, der junge Abdüsatorov, 18 Jahre alt erst, G5, Dame B7,
greift den F7 an. Und hier muss er ein bisschen rechnen. Vorsicht, König A6 wäre hier ein Reinfall wegen Dame B6 Schach. Das wurde im Livestream gezeigt. Dame B6, A B6 und dann kriegt Weiß eine Dame hier. Aber König G7 ist ein starker Zug, deckt F7. Dame schlägt A6 und das ist jetzt matt. Findet ihr das matt hier? Das ist matt in spätestens 6 Zügen. G4 Schach, König A4 und jetzt kommt der entscheidende Zug bei der Geschichte, den Abdüsatorov auch vorher schon gesehen hatte. F6, denn er zog den Zug sofort. F6. Nimmt Weiß dieses Feld hier, G5 und es droht einfach Dame H2 matt. Auf König H5 kommt Dame F5, König H4, Dame G5. Ein schönes Matt. Weiß spielte noch Dame B7 Schach, König A6. Ja, jetzt kann man die Dame opfern hier natürlich, das Ganze hinauszögern. Aber Dame H1 ist der logische Zug, um Dame H2 zu verhindern. Dame D2 und es gegen Dame G5. Schach matt gibt es hier nichts, kann man hier nichts erfinden. Und Caruana gab auch. Schönes Ende hier, muss ich sagen, von Abdüsatorov, der damit die dritte Etappe der Champions Chess Tour, den Chess Kit Cup, souverän gewann. Er gewann alle Matches während des Turniers. Wir schauen nochmal auf den Verlauf ein wenig. Es fing ja an, ihr erinnert euch vielleicht, Nakamura verlor gegen Van Forest, Ferruccia verlor gegen Dimitri Kollas, das war auch eine Überraschung, ich habe davon berichtet. Dann setzte sich Ferruccia im unteren Teil des Turnierbaums gegen Nakamura durch, verlor aber gegen Caruana, der schon gegen Abdüsatorov im Halbfinale verloren hatte. Caruana kämpfte sich dann nochmal hoch und dann jetzt im Finale gewann er nochmal gegen Caruana. So. Als nächstes großes Turnier kommt übrigens Norway Chess. Da spielt auch Abdüsatorov mit. Magnus Carlsen, klassisches Turnier. Ich glaube, es beginnt am 29. Mai. Irgendwo Ende Mai. Ne? Ist klar. Dann werde ich natürlich darüber berichten. Das schon mal als kleine Vorschau. Bleibt mir gewogen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Bis dann.